Herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Wir haben hier heute einen Golf 2, Baujahr 91, mit der 1,6 Liter Maschine. Der hat einen Vergaser, 75 PS, unter 100.000 gelaufen, 93 oder was, ne? Ja. Irgendwie so. Und was ist jetzt das genaue Problem? Der hat nach dem Starten hat der das Problem, wenn man Gas geben will, macht der einmal plopp und geht aus. Aber nur wenn er kalt ist, ne? Nur wenn er kalt ist, ja. So. Das wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen. Ja, was meinst du, was könnte die Ursache sein? Der hat diesen Flansch unter dem Vergaser. Das ist dieses Teil hier. Die kriegen immer Haarrisse. Und zu 99, und so Prozent zieht er denn da? Zieht er Luft. Entweder hier über diese kleine Lippe, dass da irgendwo irgendwelche falsche Lüfte kommen und dadurch, das wollen wir jetzt erstmal abbauen und mal gucken. Und was meintest du noch, der Temperatur? Den Temperaturgeber. Das ist der blaue, ne? Ja. Das ist dieses Teil. Warte, ich hole ihn mal raus hier. Der misst die Temperatur im Kühlwasser und gibt die dann eben weiter. Und das wollen wir erstmal sehen. Diese beiden Teile machen wir erstmal. Erneuern wir erstmal. Und dann, na gut. Gut. Ja, dann schauen wir mal auseinander, was? So, ich werde das Problem jetzt hier noch mal kurz vorführen. Springt an. So. Und geht aus. So, wie fängst du jetzt an? Baust jetzt erstmal den Luftfilter. So, wir machen erstmal den Luftfilter runter. Dazu lösen wir ein paar Schrauben, Muttern. Hinten die Klammer. So, muss immer Schraubenzieher haben. War schon, oder? Nee, ich muss jetzt hier noch den. Den Vorwärmschlauch hier. Deine Handschuhe sind kaputt. Ja, kann man mal sehen, was man hier arbeiten muss. Ja, manche müssen arbeiten, manche müssen filmen. So, das war jetzt der Luftfilter abgebaut. Und der Flansch sitzt hier ganz unten, ne? Ganz unten, ja. Na, da kommst du ja auch super ran, ne? Ja, es gibt Schlimmeres. Ich kann ja schon mal sehen, wie der Vergaser hier wackelt, ne? Ja, ja. Naja, und da kann sein, dass der, wenn er jetzt unrund läuft, immer irgendwelche falsche Luft zieht. So, da drüber ist der oben angeflanscht, ne? Ja. Und dann kriegst du den gleich runter oder musst du da noch was ab?
Nee, den kann man dann gleich anheben. Na gut, hier so ein paar Stecker. Aber ich glaube, diese Vergasermotoren, die machen auch ständig Probleme. Das war doch bei meinem Golf damals, glaube ich, auch immer. Ne? Der hatte doch auch irgendwie immer Zündaussetzer und so. Ja, das. Deshalb ist man ja auch mehr auf einen Spritzer gegangen. Ja, mit den Handschuhen, ich glaube, ich muss mal sehen, dass ich welche gesponsert bekomme. Der stinkt aber auch abgesoffen. Ja, da ist die Dichtung kaputt, oder nicht? Nee, das hatte ich schon mal. Hatte ich schon mal so eine Flüssigdichtung da mal hingemacht vor. Dann ging das wieder ein bisschen. Oh, so. So, jetzt wollen wir mal die Dinger da abmachen. Das ist für mich das beste Werkzeug. Ich war weg von der Arbeit. Das T-Griff. So, jetzt müsste der endlich losgehen. So, dann leg am besten mal hier hin. Ne? Ich glaube, da zieht er. Da zieht er falsche Luft hier. Da sieht es so aus, als wenn. Ja, so eingebeult. Ja, hier so in dieser Kante. Der braucht eigentlich viel. Der muss ja nur ein bisschen undicht sein. Ja. Sagen wir mal die andere Seite. Ja, hier hat er auch ein Gummi.
hier sieht es so aus. Naja, können wir ja mal testen. Wir versuchen es mal. So, jetzt werde ich erstmal da den ganzen Gitarren kratzen. Was hattest du gerade gesagt? Was war das für ein Zeug? Da konntest du. Da hast du Dichtmasse. Das ist flüssig Dichtmasse. Geht gut runter, oder? Ja. Und da hängt noch ein Profi. Ach, das läuft um. Ja, da läuft jetzt der Sprit raus, ne? Ja. Schmeiß ich gleich mal einen Lappen drauf. Ja, was machen wir denn? Am Vergaser hängt noch so viel dran, ne? Ja, ja. Ja, das ist auch alles neben Vergaser. So, alles sauber, dann ja. Kannst du noch aufschrauben. Ja. Hast du geguckt, ob die Dichtung richtig drin sitzt? Aber die ist, glaube ich, so eingekeilt, ne? Die ist eingepresst, da kann nichts passieren. Siehst du die mit deinen 52 Jahren Mechanikererfahrung an oder kriegen die einen Drehmoment? Nee, die werden handfest nochmal einen Drehmoment im Handgelenk angezogen. Soll ich was halten oder geht? Nee, geht. Gut. So, die andere wird mit dem was.
muss aber gleich erstmal das Benzin da noch aufsaugen. Ja. So, fest. So. So, dann erstmal Benzin wegwischen. Gegriffen? Ja. Warum? Nur so. Das ist ja ein Gefummel, ne? Ah ja, das Problem ist, ich kann mich so schlecht bücken. Ja komm, soll ich mal? Dann warte mal, ich fühle die mal an und. Wenn du den jetzt wieder fest hast, wolltest du den dann erst laufen lassen oder erst gleich beide Sachen machen und dann gucken? Den anderen machen wir auch gleich mit. Die ganzen Stecker und so erstmal wieder drauf machen sollen. Ja. Was wichtig ist, auch hier dieses Massekabel. Der hat die extra Masse. Nimm mal die Lampe weg. Ja, das braune. Dass das richtig drauf ist und richtig Kontakt hat, weil der gibt die Masse, dass diese ganzen Elektronen. Genau die Lampe davor. So, gut. Jetzt so. Nochmal. Das Massekabel. Also Massekabel ist wichtig, dass das hier schön hart drauf geht und sonst hast du das Problem, dass diese ganzen Elektronikteile nicht richtig laufen. Die Ventile und so, weil die ja auf Gummi gelagert sind durch diesen Flansch. Und da muss man drauf achten. So. Und eben, dass die ganzen Stecker wieder alle richtig
Und die Schläuche. Und die Schläuche natürlich. Hier ist. Da unten rechts ist noch einer. Ja. Kommst du da so ran? Hätten wir vielleicht vorher wieder aufmachen sollen. Nee, geht. Soll ich nochmal, oder? Ja. Mal gucken, der, dass ich den richtig drin. Der hat ja diese. So, jetzt hat er. So. Hier sind auch totgelegte, die nicht. So, jetzt gehen wir an den. Und sieht man da irgendwas oder? Nö, das siehst du ja nicht. Das ist ja alles innenliegend. Das merkst du denn nur. Mit dem Widerstand drin wahrscheinlich kaputt, ne? Kannst du mir sagen. Aber der ist ja so komisch ausgebeult irgendwie. Ja, der ja auch hier. Ja, der ist eingebeult. Der andere guckt raus. Ja, gut. Ja, dann bauen wir rein, dann gucken wir mal. Nimmst du den alten O-Ring noch? Ja, ich habe ja keinen anderen. Schade, dass sie kaum mitgeliefert haben. Aber ich nehme an, das reicht. Richtung ist egal, oder? Ja, ich will das nochmal ein bisschen hier. Nur einfetten, oder? Ja, glatt drehen. So, ich mache das wieder so, dass der Stecker auch wieder mit dem übereinstimmt. Ja? Also, dass die Nase quasi hinten ist. Genau. So, das war's. Na, bin ich hier mal gespannt, ob der läuft. So, ja. Können wir mal probieren. Wenn ja, willst du? Film, dann lasse ich mal Kerzenstecker. Ja. Warte mal, mach erstmal, komm, schloss dann noch mal kurz an, noch mal die Luft. Was, wenn tatsächlich jetzt durch dieses Benzin anfangen sollte, da zu. Also erst noch mal wegdampfen, ich sehe. Ja. Verwechsel kommt der da rein. Warte mal, da muss ich mal gucken. Nee, der kommt da hin, der kommt da hin. So, die Spritleitung. Ja, die kommt doch gleich hoch hier. Warte mal. Jetzt. So, jetzt.
Du hast habe ich schon. schon. So, den Schlauch. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Der ist da drin. Wasserbomben oder nicht? Besser. So. Also. So, jetzt kommt da vorne noch mal fest dazu. So, bin ich ja mal gespannt. Da liegt noch der Spachtel und die Klammer. Ja. Die Klammer auch dann noch raus. Auf der Batterie. Ach so, ja. So. Ja, dann probier noch mal. Und, was meinst du? Ist auf jeden Fall besser, ne? Aber irgendwie hört das sich immer noch so ein bisschen komisch an, finde ich. Ja, also die laufen ja auch nicht unbedingt so wie ein Einspritzer. Aber. Dann würde ich sagen, den lassen wir jetzt mal runterkühlen und dann probieren wir es nachher nochmal, was? Aber ja. Hört sich auf jeden Fall schon besser an als vorher. Da ist er ja immer gleich ausgegangen, ne? So, kannst du mal die Schaltung mal bewegen? Er hat ja auch Schaltprobleme. Mal gucken. Nur mal hier das Leerlaufteil da mal. Also, was meinst du jetzt da unten in dem... In den Umlenkhebeln sind irgendwelche Buchsen und Kugeln ausgeschlagen. Ja, dann wackel mal, dass man das sieht. Das werden wir aber jetzt nicht mehr in diesem Video machen. Hier unten.
Und deswegen. Dadurch kannst du schlecht manchmal den ersten Gang anlegen, dann legt er dich nicht richtig vor. Und. Also bestellst du da auch. So Umlenkhebel. Ein Umlenkhebel, aber das kommt dann in einem anderen Video. Ja, Probefahrt. Scheint zu laufen, was? Sonst hätte er jetzt schon wieder rumgesponnen. Wäre ausgegangen, ja. Sich doch gut an. Oh Gott, wie lange ist das her, dass ich mit dem Golf 2 das letzte Mal mitgefahren bin? Da merkt man erstmal, wie man verwöhnt ist mit diesen PS-Zahlen heute. Schaltung denn oder wie? Ja. Dann bestellen wir Teile. Part 2 des Golf 2 kommt dann demnächst. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, eure Schadenfreunde.